Ja, ich lese gleich weiter oder mach gleich weiter, aber erstmal. So, dann müssten wir eigentlich noch da oben hin. Weil da geht es nämlich weiter mit den Quests. Oder haben wir noch einen Königsstab? Und haben wir noch eine nächste Quest fertig? Dann brauchen wir nur noch Feuer-Vivis und. Sind dann erstmal hier fertig, ne? Und. Zombie-Himmel. Ich habe meinen Teil erledigt. Die Zombies sind nicht mehr so zahlreich, wie sie einst waren. Was? Hast du die Zombies und den Zombie-Meister erledigt? Unglaublich. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Wenn man deinen Ruf in Betracht zieht, hatte ich Gor hofft, dass du dich als Anführer unter den Zombie-Tötern herauskristallisieren würdest. Du bist eine sehr vertrauenswürdige Person und hast mein komplettes Vertrauen. Zombie-Meister? Nein. Ich habe keine Lust mehr drauf. Weil die ist echt nervig. Oh, da haben wir noch ein Auge. Sehr schön. Das ist mega nervig. Die Quest. Weil der Zombie-Meister, wie gesagt, ist eigentlich kein Problem alles. Aber die erstmal zu bekommen. Also, dass man die jetzt töten kann, ist so eine Sache. So, Rainys Jagd bitte. Sibi, was ist passiert? Was denkst du denn? Genau wie Rainer es wünscht. Ho ho, jetzt kann ich lachen. Danke. Fuchsjagd 3. Kapitän, ich habe diese Füchse vernichtet. Und einfach Erfahrungspunkte bekommen, ohne irgendwie was von ihm zu hören. Egal. So, Meister Kiest oder Kiast, ich habe die Augen der Königsstäbe. Auch keiner, der was sagt. Hast du ihm Schmerzen verursacht? Schmerzen? Das Kind ist doch weggelaufen. Puh, mehr als du dir überhaupt vorstellen kannst. Ich glaube nicht, dass du ihn in nächster Zeit noch einmal hier sehen wirst. Großartig, du bist einer der besten Abenteurer, die mir je begegnet sind. Ich freue mich schon, wenn ich dich um mehr Dinge bitten kann. Danke, Sibi. Und wieder eine Quest abgegeben. Wunderbar. So, jetzt geht's los. Babywehrbären. Verdammt, wartet mal. Brans eigenes Training. So. Das klingt nicht gut. Hallo Bran, du denkst schon wieder schwer nach. Ich denke nicht nach. Ich mache mentales Training, dieses und jenes. Aha, ist dieses Mentaltraining sinnvoll für Kämpfe? Deswegen wirst du nie gegen mich gewinnen. Warum sollte ich etwas tun, das mir nicht hilft? Ich will auch lernen. Okay, wenn du den Wunsch hast, stärker zu werden, dann kannst du es. Dann kannst du es. Ich werde es dir Schritt für Schritt beibringen. Aber was? Warum tötest du nicht zuerst Babywehrbären? Mal sehen, wie gut du vorbereitet bist. Okay. So. Ja, Isir, klebrige, das ist ja eine Leichtigkeit. Mich? Ah, verdammt, Fuchs. Oh. Was soll ich machen? Nur machen. Es passiert immer und immer wieder. Nina, was ist denn mit euch los? Wieso seid ihr so nervös an diesem schönen Morgen? Heute früh wurde unsere Milchlieferung nach Uruga von einem Fuchs überfallen. Die Milch wurde demnach nicht ausgeliefert und unser Lieferant liegt in der Krankenstation. Ich weiß einfach nicht weiter. Der Fuchs ist zu stark und ich werde ihn nicht besiegen können. Magst du dies vielleicht für mich erledigen, Sibi? Okay, ich werde es tun. Geist, oh, Geisterschleim, uiuiuiui. Sehr schön, den können wir gern machen. Seit neuestem zeigt mir dieser Schicksalswürfel nicht mehr all die richtige Richtung, Zukunft. Sonst hat er immer genau gezeigt, was in der Zukunft passieren wird. Seit einigen Tagen zeigt er mir aber nur noch Sachen an, die nicht wahr sein können. Oder ist es meine Macht, die schwindet? Oder schwinden die Mächte in dem Würfel? Ich weiß wirklich nicht, wie ich diese Vorhersagung deuten soll. Schicksalswürfel? Was war denn das Schicksal? Vor einiger Zeit, es war wirklich dunkel draußen, obwohl es mitten am Tag war, habe ich versucht, das Schicksal in dem Würfel zu lesen, denn ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Und nun ja, der Würfel hat mir dies je gezeigt. In diesem dunklen Land des Todes. Wie die klebrigen Mächte schreien. Dieses Land, das ich betretete, wird von einem Angriff der Schmerzen überrannt werden. Das ist wahr. Stimmt, das klingt nicht gerade aufmunternd. Da habt ihr durchaus recht.
Nicht wahr? Ich glaube, dass das Mondschakrab mit Land des Todes gemeint ist. Und dieses Land, das ich betrete, ist sicher Eldrin. Wie die klebrigen Mächte schreien, ist der Teil, den ich nicht verstehe. Klebrige Mächte? Irgendwas Klebriges also. Vielleicht eine Art Schleim. Sind Schleime nicht klebrig? Moment, besitzen Schleime irgendwelche Mächte? Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Eine Macht des Schleims. Weißt du, Marty hatte recht. Ich habe es nur abgewehrt. Dachte, dass das alles Blödsinn ist. Was genau hat denn der Kriegermeister Marty gesagt? Unterhaltung mit Kriegermeister Martin 1. Schultern, ich habe eine Information erhalten, dass viele Monster das Mondlichtgrab verseuchen. Also bin ich dorthin gegangen, um die Gegend zu säubern. Ich war sehr damit beschäftigt, Monster zu jagen. Als mich etwas Klebriges am Bein streifte, ich dachte, ich habe mir das nur eingebildet, aber es geschah noch einmal. Ich habe dann gewartet, dass dieses Ding noch einmal vorbeikommt. Und als es kam, habe ich mit einem Schwert erstochen. Aber es ist mir durch das Schwert hindurch entkommen. Als wenn ich ein Geist, als wäre es, als wenn es ein Geist wäre. Aber es hat das hier in der Schneide meines Schwertes hinterlassen. Zwei. Schleimfleisch. Es war irgendeine Art von Schleim, das mich gestreift hatte. Dieses klebrige Ding ist um das Mondscheingrab herumgestreift und hat dabei gesungen. Es sagte immer, Macht des Schleims. Erwach aus dem Schlaf. Erwache gegen Eldarina. Kapitän, ich glaube, es ist dringend nötig, etwas gegen diese Kreaturen zu unternehmen. Ich dachte, Marty war einmal wieder betrunken und hatte Dinge gesehen, die es nicht gibt. Ich habe ihn sogar dafür ausgeschimpft, mitten am Tag schon betrunken zu sein. Und jetzt zeigt mir das Schicksal dieselbe Geschichte auf. Ich schäme mich dafür, dass ich die möglichen Gefahren nicht erkannt habe. Ich sollte nicht hier rumstehen, wenn die Mächte des Schleims, Geisterschleim, wirklich eine Armee gegen Eldarin aufbauen. Sibi, ich habe eine wirklich wichtige Aufgabe für dich. Du musst diese klebrige Schleimmächte, Geisterschleim, auslöschen. Eldarins Frieden ist in Gefahr. Ich werde alles tun, um Eldarins Sicherheit zu retten. Liebe Familie. Ja, also ich lese es jetzt mal nicht vor, weil mir dauert das doch ein bisschen zu lange. Oh, Feuervivi. Das lese ich jetzt nicht vor, weil... Ach, das ist ja auch immer dasselbe, ganz ehrlich. So, ich kümmere mich darum. Grabwolf.